AirPods Episode 2 – Angriff der Klonkopfhörer. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Genau, wir schauen uns heute mal wieder Kopien der Original AirPods an und die sind ganz erstaunlich, die hier. Also seid schon mal gespannt drauf. Es gibt mittlerweile sogar Kopien der AirPods Pro. Habe ich bisher noch keine in den Händen gehabt, aber bin ich auch sehr gespannt drauf, um zu schauen, wie sie die jetzt schon kopiert haben, ob da sogar das Active Noise Cancelling kopiert wird. Wir schauen derweil mal kurz hier rum. Wir sehen schon, ja, von der Optik her sieht schon sehr nach dem normalen AirPods Verpackungsdesign aus, wobei wir hier keinen Hochdruck haben, sondern nur einen glatten Aufdruck. Auf der Rückseite sehen wir schon die, ich sag mal, die Fake AirPods mit Case. Da unten steht es nochmal TWS with Charging Case. Also TWS heißt ja nur True Wireless, das heißt echt kabellose Bluetooth-Kopfhörer. Wir haben hier nochmal Made in China, CE-Zeichen drauf und so weiter. Packen wir die Dinger direkt mal aus. Wie das aussieht, dann hier ausgepackt. Da haben wir das Case schon liegen. Kommt einmal raus, schauen wir gleich genau drüber. Dann haben wir einmal hier drinnen nochmal ein Kabel. Die haben sogar ein USB auf Lightning-Kabel hier kopiert. Also hier Lightning auf USB-A. Sieht man natürlich auf den ersten Blick, dass das hier kein Apple-Kabel ist. Und ich würde es, glaube ich, auch nicht unbedingt mit meinem Original-Apple-Zubehör verwenden. Man weiß ja nie, wie die Qualität ist. Außerdem, ja, hier war original noch hier so eine kleine Folie ums Case. Und dann haben wir hier noch eine kleine Anleitung, wo dann genau nochmal drin steht, wie man die Dinger verbindet. Natürlich mit iOS und mit Android kann man die natürlich auch nochmal koppeln. Bluetooth 5.0 ist hier eingebaut und wir haben insgesamt 400 mAh Leistung oder eine große Akkuzelle hier im Ladecase drin. Und ja, damit kann man also auch ungefähr, geben sie so an, um die 24 Stunden Abspielzeit hinbekommen. Ganz ähnlich hier wie bei den Original AirPods. Und die schauen wir uns jetzt hier mal an, Freunde. Denn ich will euch zeigen, wie gut die das kopiert haben, sogar schon das mit dem Koppeln. Also ich habe hier ein iPhone, ich habe hier die Fake AirPods und klappt die einfach mal auf und dann halte ich hier hinten. Ach, muss ich gar nicht. Ich muss nicht mal den Knopf hier hinten gedrückt halten, denn hier ist ja noch so ein Pairing-Button dran. Also hier auf dem iPhone kann man das vergessen. Dann kommt hier der Aufpop-Screen. Na, jetzt ist er schon wieder weg. Komm her. Nicht deine AirPods. AirPods sind nicht mit diesem iPhone verbunden. Dann gehe ich einfach mal hier auf Verbinden. Ah, jetzt muss ich hinten die Taste gedrückt halten. Also ich drücke die Taste. Und das dauert dann einen kleinen Moment und schon sind die Dinger verbunden. Ist doch der Hammer, oder? Schaut euch das an. Das sieht 1:1, aber wirklich 1:1 so aus wie bei den Original AirPods. Ich muss mal hier die Helligkeit ein bisschen runterdrehen, damit ihr das auch sehen könnt. Also, wir klappen auf und bekommen hier unseren Bildschirm angezeigt. 1:1 wie bei den Original AirPods. Man bekommt hier sogar den Ladestand vom Case, den Ladezustand der einzelnen Kopfhörer angezeigt. Das ist Wahnsinn. Und wenn ich die jetzt einfach mal rausnehme und dann habe ich die verbunden. Wir sehen, hier wechselt das direkt auf die Ansicht der AirPods und ich kann auch mir nochmal anschauen, ja, wie sind die denn jetzt geladen? Also das ist wirklich eine erstaunliche 1:1 Kopie von der Optik und auch hier vom Verhalten beim Koppeln und so. Ich muss leider das mal loben, ganz, ganz hervorragend kopiert, auch wenn natürlich das Kopieren von Produkten an für sich keine gute Sache ist, aber man muss das auch mal ein bisschen anerkennen, ja, was sie hier geleistet haben, auch wenn es nur Copycat-Arbeit ist, aber sie haben es wirklich erstaunlich gut hinbekommen hier, die Chinesen, die das hier gemacht haben. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Kopfhörer hier im Vergleich an, denn auch das ist ganz erstaunlich. Rechts die Original AirPods der ersten Generation, links die Fakes. Und wir sehen einen leichten Unterschied hier im Weiß-Farbton, kann aber auch daran liegen, die Dinger hier sind mittlerweile 2 Jahre alt und die hier sind komplett neu. Wir sehen hier vorne die kleine LED, das ist also die Generation 2 der AirPods. Dort ist ja auch vorne die kleine LED, die dann eben nochmal hier anzeigt, ob geladen ist, ob voll ist oder eben wie hier der aktuelle Zustand ist. Bei den alten war das ja immer hier innen drin, die kleine LED. Ansonsten von den Abmessungen her absolut identisch. Unterseite, Lightning-Anschluss, auch fast absolut identisch. Er sieht ein bisschen größer aus hier bei den Fakes, kann man hier sehen. Aber ansonsten, ja, es ist eben ein Lightning-Anschluss. Ich kann die auch mit einem Original-Lightning-Kabel hier aufladen. Habe ich schon ausprobiert. Funktioniert von den Seiten her nicht viel. Auf der Rückseite, da wird es jetzt nochmal richtig kriminell. Also Sie sehen auch
sehr, sehr identisch aus. Hier die Hinge, also das Gelenk, das ist ja hier aus Metall. Auch hier ist es aus Metall, aber sieht hier bei den Original AirPods eben ja poliert aus und hier so ein bisschen rauer und nicht ganz so schön verarbeitet. Aber hier kommt jetzt das Krasse. Bei den Originalen steht hinten ja drauf, designed by Apple in California, assembled in China. Und bei den Fakes steht da drauf, ja, genau dasselbe. Sogar das haben die kopiert und das finde ich mal richtig krass. Wobei, Apple hat sie ja designt und in China haben sie kopiert. Von daher gar nicht mal so eine Lüge. Und dann hinten noch der Pairing-Button. Und jetzt kommt noch der richtige Kracher. Ihr könnt hier die Fake-Kopfhörer einfach mal rausnehmen. Und dann nehme ich hier mal die Original-Kopfhörer raus. Und wir können die Cases einfach tauschen, denn die passen. Die sind hundertprozentig 1:1 kompatibel. Jetzt sind die Fakes hier im Original-Case. Und ich kann die Originale hier in das Fake-Case reinlegen. Und ich habe es ausprobiert, Freunde, die laden sogar. Ich habe vorhin die Kopfhörer benutzt, die Originalen, habe sie dann hier reingepackt. Und die haben ganz normal aufgeladen. Also man könnte hier theoretisch, wenn man das Original-Case verliert, und man will es nicht nochmal teuer von Apple nachkaufen, könnte man sich hier die günstigen holen und dann einfach nur das Fake Case benutzen und dann eben die Kopfhörer da reinpacken zum Aufladen. Würde funktionieren und dann sieht man schon, wie genau hier kopiert wurde, wenn sogar die Originalkopfhörer hier reinpassen. Das heißt, die Ladeanschlüsse, die man hier ganz unten drin sieht, sind also genau exakt nachgebildet. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier nicht alles durcheinander werfe. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick hier rein. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier unten haben wir die Ladeanschlüsse im Originalcase. Da sieht man diese beiden kleinen Kontakte. Und dann hier beim Fake Case ebenfalls die kleinen Kontakte. Zwei Stück an der Zahl. Ja, nochmal das Geräusch. Das ist ja auch so eine, sage ich mal, was recht Besonderes. Originalcase, Fake Case. Ja, also man hört einen kleinen Unterschied. Original, Fake. Es klingt ein bisschen dumpfer hier und es fühlt sich auch, ich sag mal, einen Tick leichter an, das Fake Case, als hier das Original Case und deswegen nicht ganz so wertig. Aber insgesamt, also Freunde, das erkennt keiner, dass das hier kein Original ist, wenn man damit auf der Straße rumläuft. Schauen wir uns mal die Kopfhörerchen an. Rechts Original, links haben wir das Fake oder die Fake AirPods und schaut euch das mal an. Also das ist ja mal sowas von nahezu identisch. Einmal hier oben diesen Entlüftungspart, dann hier nochmal das Mikrofon, auch hier nochmal das Mikrofon, dann an der Seite hier die Sensoren, unten dann den Ladeport oder den Ladeanschluss. Ihr seht, das ist sowas von exakt nachgebaut. Man kann hier bei den Originalen, Moment, ich gehe mal ein bisschen näher ran mit euch, kann man nochmal sehen, ein bisschen mehr hier diese gröbere Gitterstruktur und bei den Fakes ist das eine feinere Gitterstruktur und auch hier die weißen Antennenstreifen sehen bei den Originalen dann doch einen Tick filigraner aus, aber ansonsten ist das hier super nah dran. Dann nochmal hier die andere Seite, dort sehen wir ebenfalls nochmal hier diese kleinen Gitter und dann nochmal die Sensoren, die merken, ob die AirPods in den Ohren drin stecken oder nicht, denn bei den Originalen ist es ja so, ihr holt den AirPod aus dem Ohr raus, Wiedergabe stoppt. Das können die hier auch. Ihr holt die hier aus dem Ohr raus, Wiedergabe stoppt, ihr macht sie wieder ins Ohr rein und die Wiedergabe wird fortgesetzt. Also echt wahnsinnig gute Kopien hier. 1:1 haben die das hier umgesetzt und vor allem die Funktionalität ist die gleiche. Ihr habt auch diese Gesten, wo ihr dann hier drauf tippt, doppeltippen, Play, Pause, dann fortsetzen, Siri aufrufen oder auch Lieder vor- und zurückspringen. Das können die Kopien hier genauso und das funktioniert auch genauso gut. Ein Doppeltipp hier drauf und dann Play, Pause, klappt, läuft alles. Also die haben das echt kriminell gut kopiert, muss ich sagen. Was sie aber nicht kriminell gut kopiert haben, das ist der Sound. Da haben wir doch noch einen deutlichen Unterschied. Also wer jetzt hier erwartet, genauso gut mit Sound beliefert zu werden wie bei den Original AirPods, der hat sich hier allerdings geschnitten. Denn spätestens dort merkt man, dass es eben doch Kopien sind und, na, ist falsch rum. So, und keine Originale. Denn, ich sag mal, beim Bass haben sie es noch ganz gut hinbekommen. Ich sag mal, so viel Bass, wie hier eben drin steckt, der würde ich sagen, ist auf dem AirPods-Niveau. Aber die helleren Töne, die Höhen und die Mitten, die klingen deutlich stumpfer und etwas, ja, ich sag mal, abgemuffelter, als wäre da irgendwie noch eine extra Schicht zwischen dem Lautsprecher und eurem Ohr. Das klingt einfach nicht so klar, nicht so gut.
Ja, jeder Audiophile wird hier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er sich hier die ins Ohr macht und sofort sagen, boah, nee, vergesst es. Und bitte keine weiteren Kommentare, dass die Original-AirPods ja auch so scheiße klingen und nicht gut klingen. Die Geschmäcker und die Meinungen, die gehen dann natürlich auseinander. Für mich waren die immer gut. Ich habe immer gerne damit Musik gehört und deswegen habe ich es auch direkt mal hier immer verglichen. Originale zu Fake. Und ja, man merkt eben den deutlichen Unterschied. Mit den Originalen höre ich ganz gerne Musik, mit den Fakes man kann es machen, man gewöhnt sich dran, aber ja, sie haben eben nicht diese Klarheit und diesen sauberen Klang, außer dass der Bass genauso gut daherkommt wie bei den Originalen. Also das muss man wissen. Wer besonders audiophil ist, der ist wahrscheinlich eh nicht hier für die AirPods der ersten, zweiten Generation und für die hier schon mal gar nicht. So, dann wäre das schon mal klargestellt, Freunde. Aber wer hier nur mal Lust hat, diese Funktionalität zu bekommen, wie bei den Original-AirPods, immer hier den Ladebildschirm angezeigt zu bekommen, ihr nehmt die raus, die verbinden sich dann natürlich auch direkt mit eurem Smartphone wieder, ohne dass ihr da nochmal extra koppeln müsst. Ja, dem kann ich das hier ans Herz legen, in Anführungszeichen. Es sind natürlich weiterhin Fakes, aber ihr bekommt das. Und wenn ihr ja nur haben wollt, dass man sieht, dass ihr AirPods tragt, also den Unterschied wird hier, weiß Gott, niemand bemerken. Also echt erstaunlich gute Kopien. Ich bin so gespannt, wie gut die AirPods Pro Kopien dann schon sein werden. Die werde ich mir auch nochmal anschauen, sobald ich welche in die Finger bekomme. Aber die hier erstaunlich, erstaunlich gut. Übrigens so 50 Minuten dauert das hier über den Lightning-Anschluss, bis das Case aufgeladen ist. Wireless Charging, nö, gibt es nicht. Auch wenn das Case hier aussieht wie von der zweiten Generation. Kabelloses Laden könnt ihr hiermit abhaken. Tja, Freunde, und was soll ich noch mehr sagen? Ja, hier haben wir die, würde ich mal sagen, bis auf den Klang optimalen 1:1 Kopien der AirPods der ersten und zweiten Generation. Ihr könnt die sogar untereinander austauschen. Die werden aufgeladen, die Originalen hier im Fake Case und die Fakes werden im Original Case aufgeladen. Größe absolut gleich, beim Gewicht merkt man einen kleinen Unterschied. Sehr, sehr erstaunlich. Ganz ehrlich, also sag mal, was haltet ihr denn davon? Würdet ihr euch solche Fake-AirPods kaufen? Geht es euch nur um die Optik? Wollt ihr einfach nur hier die Funktionalität auch haben, ohne den hohen Preis zu bezahlen? Oder sagt ihr, nee, das ist für mich ein No-Go, das ist ja Piraterie? Und sagt es mir mal, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich sehe das ja auch eigentlich sehr, sehr kritisch, finde es aber gleichzeitig auch interessant. Deswegen mache ich die Videos hier zu sehen, wie gut und wie schnell, naja gut, schnell, die hier sind schon länger auf dem Markt, aber bei den AirPods Pro, wie schnell hier kopiert wird und wie sie das auch mittlerweile mit diesen Chips hinbekommen, die ja für das Koppeln zuständig sind. Ich finde es einfach interessant, deswegen mache ich die Videos. Ihr wisst ja, ich höre aber hier Originale, Original AirPods erste Generation und natürlich meine AirPods Pro. So, aber das hier waren schon mal die besten Kopien, die ich bisher hier auf dem Schirm hatte. Ihr könnt euch ja mal die anderen anschauen, ich verlinke euch die. Das waren die TWS i80 oder so hießen die, aber die Namen sind eh immer Schall und Rauch. Und das soll es dann auch gewesen sein. Ja, wer sich für die Dinger interessiert, ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung. Ist kein Affiliate-Link. Ich habe da nichts von, wenn ihr draufklickt, aber ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr wollt. Ne? So, sehr schön. Also, das soll es gewesen sein für dieses Video, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!